Hartz-IV-Anträge mehr aus. Wir zahlen Steuern. Wir haben es geschafft. Willkommen in Wedding, Abo. Was geht ab? Heute ein besonderes Video. Jetzt momentan befasse ich mich gerade viel mit Fitness und Ernährung und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mit einem guten Bruder ein Video drehe, einen Tag im Fitnesscenter mit Massiv. Ich fahre jetzt los nach Berlin. Es ist bei mir 14:45. Eigentlich nachts nicht so gut fahren, aber ich werde gleich ein bisschen telefonieren auf der Fahrt und so, damit ich schön wach bleibe. Und dann bin ich so um 6 Uhr bei meiner Schwester, dann penne ich ein bisschen und dann geht's schon zum Fitnessstudio, zu Massiv. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Video. Bis gleich. So, wir sind jetzt angekommen. Es ist 5.30 Uhr. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich werde mich jetzt gleich hier oben bei meiner Schwester hinlegen. Dann werde ich so bis um 12, 13 Uhr schlafen. Ja, und dann machen wir uns schon auf den Weg. Mein Neffe bringt mich hier gerade zum Auto. Ich hoffe, ich habe keinen Strafzettel bekommen. Wir sind jetzt gleich, oder ich bin jetzt gleich im Café vom Massiv. Dort ist er. Von dort werden wir dann gemeinsam losgehen. Kein Strafzettel. Very good. Ja, hab gut geschlafen. Bis später. Wir sind jetzt Alhamdulillah gut angekommen. Wir sitzen jetzt hier schon im Café von dem Bruder vom Massiv. unser Plan ist jetzt eigentlich... Wir sind fertig, oder? Wir haben getrunken, wir haben ein bisschen gechillt, geredet. Wir haben geredet, wir haben gechillt, wir haben getrunken, wir haben über Essen geredet, dass es das Schönste ist, was es gibt auf der Welt. In Berlin. In Berlin. Ja, das stimmt. Und jetzt wollten wir eigentlich trainieren gehen. Ja. Was machen wir überhaupt? Ich habe gedacht, ich will dein Training mitmachen. Okay. Ich habe gestern zwar, was habe ich gestern trainiert? Nacken, Schulter. Okay. Ich kann alles trainieren heute. Ich habe heute Nacken, Schulter schon trainiert heute Morgen. Ja. Trainieren wir Brust einfach ein bisschen. Wir können Brust trainieren, ein bisschen Trizeps vielleicht. Okay. Und dann zeigst du mir ein paar gute Übungen. Okay. Sag mir mal aber, wie dein Tag startet. Also, Jenny, du, seitdem ich dich kenne, bist du gut gebaut. Du achtest auf Ernährung, du achtest auf deinen Körper. Ja. Du sahst vorher noch ein bisschen kräftiger sogar. Ja, ich war mal 130 Kilo. Das war zu meinen Blut-gegen-Blut-Zeiten 2006. Jetzt wiege ich 102, 103. Ich muss noch runtergehen auf 95, um so mein Top-Level zu erreichen. So. Momentan achte ich auf Ernährung. Ich stehe jeden Morgen in der Uhr 6:30 auf und bin dann um 7 im Training. Kommt drauf an, ob Kita oder nicht morgens. Kita. Ja. Auch Sonntag. Also ich muss auch dazu sagen, mein Körper ist sehr, sehr undankbar. Also ich achte auf Ernährung, ich trainiere jeden Tag. Aber trotzdem müsste ich eigentlich voll der Top-Athlet sein. Aber ja. Funktioniert nicht. Es ist ein Wunschdenken. Nimmst du schnell zu oder ab? Ich nehme ein. Wenn ich alles essen würde, auf was ich Lust habe, wäre ich drei gehst Abos. Du auf, ja, okay. Ich halte mich echt, mein Tagesablauf ist wirklich einfach nur die ganze Zeit zurückhalten. Hungergefühl immer da. Nimmst 24. du Eiweiße, Kreatin, irgendwas? Ich versuche Eiweiß komplett durch Ernährung reinzubringen. So. Ernährung ist wirklich das A und O. Aber das Ding ist... Natürlich aber auch mal hier ein Eiweiß zwischendrin. Ja, zum Sättigen auch ein bisschen. Natürlich. Das Gute ist, oder das Wichtige ist, ich habe heute einen Cheat Day. Das heißt, ich freue mich eigentlich später. Ich habe so Bock. Ich habe gehört, der Döner ist so gut bei dir. Also Babas gehen wir Döner, essen. Später. Also gehen wir den essen? Gehen wir Kreuzberg, Charlottenburg oder Wedding? Gehen wir Wedding. Hier. Oh, kann man den mixen und trinken dann? Ich hab so das habe ich noch nie gemacht. Was hast du gemacht, Bruder? Nein, nein. Oh aber ohne Scheiß, ich habe mal damals einen Nachbar gehabt, der hat, um sich seinen Eiweißbedarf zu decken, hat er mir das immer erzählt. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und dann war ich bei ihm zu Hause, weil ich ihn abgeholt habe zum Sport. Er hat einen Mixer hingestellt und ich hoffe nicht, dass du sowas machst, Bruder. Der hat Eier reingemacht, drei Stück, dann Thunfischdose aufgemacht und dann hat er eine Banane genommen, eine Avocado genommen und Eiweiß reingemacht und dann hat er das getrunken. Und das jeden Tag? Bruder, er hat das jeden Tag vor dem Sport gemacht. Ist er Maschine? Bruder, Thunfisch mit Eier und Banane. Ey Bruder, was hast du gemacht? Mach einfach drei Löffel mehr Eiweiß in deinen Shake und trink das. Ich schwöre dir, was ist das, Bruder? Was hat er gemacht? Aber ist er aktiv, also stabil gebaut und so? Nein, er sah aus wie wir. Es hat sich gar nicht gelohnt. Ich dachte mir nur, was ist das für ein Kalorienüberschuss? Ja, Bruder, so kann das gehen. Ja, aber es gibt ja auch wirklich, einen habe ich mal gesehen hier, Wedding McFit. Jeden Morgen um 7.30 Uhr war er auf dem Laufband. Wirklich, so ein Monster von Mann, so, also übergewichtig. Wirklich, kann man nicht übersehen. Auch jeden Tag und jeden Tag stand da einfach eine 1,5 Liter Flasche Coca-Cola, nicht Zero,
nicht zuckerfrei, wirklich Coca-Cola auf diesem Ding und er hat das getrunken und ist die ganze Zeit gerannt. Aber ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe zu ihm gesagt so, du rennst jeden Tag eine Stunde, du bist ganz nass. Warum trinkst du nicht Coca-Cola Zero? Er sagt zu mir, man gönnt sich ja sonst nichts. Was nimmst du jetzt zu dir? Also jeden Tag vor dem Training 5 Arginin. Das sind jetzt ein bisschen mehr. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ungefähr 5 Citroen-Mandat. Das sind jetzt außer 7 oder 8. Boah, die nimmst du jeden Tag? Ja, immer vor dem Training. So. Ja. Okay, kann man machen. Willst du auch? Ich nehme aber 3-3. Ja. 3? Ja, mach wieder rein. Also ich nehme so. 4? 4. Und nehme 3 davon. Was macht das denn? Gut für die Durchblutung und für die Gehirnzellen. Merkst du schon was? Boah. Der Kopf. Boah, wie kriegst du das runter so schnell? Oder jahrelang trainiert hier. Ich bin immer noch nicht ganz so. Hast du? Mhm. Gut, wa? Muss auf jeden Fall immer vom Training machen, ist geil. Muskulatur gibt einen guten Pump, Power und Power brauchen wir. Und gute Durchblutung. Womit fängst du mal an? Heute machen wir Brust-Trizeps bisschen, wa? Brust-Trizeps, okay. Ja. Machst du auch Liegestütze und sowas? Zum Aufwärmen? Das habe ich gemacht, wo ich im Jugendknast war. Aber eigentlich nicht die Beste. Das hat ja übertrieben Oldschool-Vibes. Ja, voll. Du hast jetzt erst wieder angefangen, oder? Ich habe jetzt seit ungefähr 17 Tagen wieder angefangen, ja. 17 Tagen, ja. Bist du gerne an freien Geräten? War ich bis jetzt noch gar nicht. Das ist besser, weil Geräte, wo gestützt sind und so, ist fürs Reinkommen natürlich besser. Ich werde alles trainieren, was du trainierst. Du versuchst einfach, dein Training zu machen. Ja, ich mache ein bisschen so auf locker, Bruder. Wie lange bist du denn schon im Training drin? Seit ich wollte ja Fußballer werden, oder? Ja. Und irgendwann bin ich dann oben an einem Zaun hängen geblieben, wo ich den Ball holen wollte und bin dann runtergekippt. Und dann war dieser Fuß hier oben. Da Wachstumsfuß gebrochen, Fußgelenk gebrochen, Schienbein gebrochen, Fußgelenk gebrochen, alles gebrochen. Der Fuß war einfach ab. Ah ja, okay. Und dann hat mein Traum zerplatzt, war voll der Ronaldo-Fan. Also nicht CR7, sondern der Original-Ronaldo, der mit diesem Ding. Ja, da bin ich hin. Und ja, und dann von heute auf morgen mit Krücken dann zum Fitnesscenter gelaufen und an meinem Körper gearbeitet. Heftig, ja, okay. Die ersten paar Jahre konnte ich eigentlich nie Beine trainieren, weil ich sehr viel Schmerzen hatte. Und das habe ich dann einfach für immer so beibehalten. Das heißt, du trainierst keine Beine? Nee, ich habe es einfach übersprungen. Aber nicht wegen Fahrrad? Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Okay. Nee, ja. Ich habe ein paar Mal probiert, ein paar Mal gemacht und so, aber da fehlt mir echt die Zeit dafür. Naja, im Endeffekt trainierst du auch die Beine, indem du deinen schweren Körper trägst. Na, das zum Beispiel, ja. Kann man machen. Auf jeden Fall. Das wird die erste Übung hier? Die erste Übung. Lass die Gewichte drauf? Genau. Gewicht ist das? Gewicht ist gut, das sind 20-20, das sind 60 jetzt. Okay. Zeig mal, ja. Ich glaube, da ist mehr, oder nicht? Nee. Das sieht nur so aus, das ist verschiedenes Eisen. Ich glaube, die haben hier einfach auf Kilopreis bezahlt. Und okay. Nach Optik. Okay, aufwärmen natürlich, ja. Wenn ich damals mit meinem Personal Trainer Bobby, der jetzt nach Indonesien gegangen ist, angefangen hat zu trainieren, der hat wirklich eine halbe Stunde so gestanden. Halbe Stunde? Wirklich, der hat so viele Sachen gemacht, oder? Ja, der ist... Natürlich, danach fühlt sich auch viel gestretcht, besser. Ja, aber ich hätte keine Geduld dafür. Nein, ich auch nicht. Ich hätte wirklich keine Geduld dafür. Also die Standardsachen wie unser Schultergelenk und so, das ist natürlich wichtig, weil wir viel Gewicht drauf haben. So. Genau, richtig. Aber da wir jetzt so und so nicht auf dieses schwere Gewicht gehen und so, ist ja alles noch machbar. Aber später wirst du ja bestimmt hochgehen bei Bankdrücken 100, 110 und so. Ich glaube, ich habe Bankdrücken seit 5 oder 10 Jahren nicht mehr gemacht. Was war so deine Best-Time? 130. Einmal oder? Nee, 9-mal. Super. Da war ich 120 Kilo. Das ist super gut. Das war, aber da, ja, aber ich halte nicht so viel vom Handelsport. Ich mache das einfach als Ersatz, weil ich nicht mehr zum Ringen gehe und so. Mache ich jetzt einfach, um fitter zu werden. Weil, ja, du weißt, hört man auf zu trainieren, dann sind deine Sachen weg. Deine Fitness ist weg. Ja. Du bist eigentlich dein größter Gegner. So. Das ist so wirklich so ein Sport, wo du wirklich, du bist dein eigener Endgegner. Okay. So, wenn du wenn du richtig durchziehst und dann 3 Wochen nichts machst, oder du stehst vorm Spiegel und sagst dir, wo ist das alles hin? Richtig. Das ist wirklich undankbar.
Ist wirklich das ist undankbar. Deswegen war ich auch sehr oft im Sport und habe wirklich nur noch für meinen Kopf trainiert. Ich war eine Stunde beim Sport und habe gesagt, okay, erledigt. Ich habe kein bisschen im Spiegel gesehen, dass ich Fortschritte hatte oder so. Es ist sehr, sehr oft auch über Jahre hinweggezogen, dass ich beim Sport war, okay, erledigt, ciao. Genau, wenn man aber auch nicht mit richtigem Herz dabei ist. Nee, aber mein Kopf hat gesagt, so, ich muss heute zum Sport. Es ist ein Teil von meinem Leben. Und ich liebe es und ich lasse auch Energie da und meine Nerven lasse ich da zurück. Sag mal ein paar motivierende Worte für Leute, die sich gerade raffen müssen. Die sagen, ey, ich muss jetzt aufstehen. Es haben mir so viele geschrieben, die gesagt haben, du motivierst mich auch immer wieder Sport zu machen und so weiter. Was würdest du den Leuten sagen, die chillen und gar keinen Sport machen? Ich sage, du brauchst heutzutage einen Ausgleich, um die Videospiele oder den Kinofilm noch mehr genießen zu können. Und ich rede aus Erfahrung. Ich war so oft im Kino an Tagen, wirklich zufällig, an Tagen, wo ich nicht trainiert habe, wo ich mir gedacht habe, dieser Film wäre noch schöner, wäre ich heute im Training gewesen. Ich schwöre dir auf meine Mutter, Wallen. Ja, ja. Hätte ich an diesem Tag trainiert, wäre dieser Film noch schöner gewesen, weil ich immer nur dachte, so scheiße, wäre ich heute zum Training gegangen, hätte ich so einen schönen Tag gehabt. Ich konnte den Film nicht genießen. Zlatko, was sagst du dazu, dass du gerade locker 20 Minuten Material nicht aufgenommen hast? Ich sag gar nichts dazu. Ich zeige euch jetzt eine Übung, die ist wichtig. Die meisten kennen sie vielleicht noch nicht. Ich kenne sie auch nur vom Ringen. Da haben wir sie gemacht. Halsübung. Viele haben keine Ahnung, was das bringt. Ich kann euch aber sagen, ihr macht die ganz easy. Lässt eure Schultern über die Bank gucken und dann macht ihr einen Kopf gerade. So. Das heißt, komplett gerade, als ob ihr noch unter euch ein Brett habt, habt ihr aber nicht. Dann sagt ihr einfach ein paar Mal Nein. Das macht ihr so 15 Mal, dann bleibt ihr stehen. Und dann macht ihr 15 Mal Ja sagen. Oder 10, 10 könnt ihr auch anfangen. Und dann verspreche ich euch, dass das brennt wie nichts anderes. Ich finde, keine Übung brennt so wie die Halsübung. Warum ist das wichtig? Für die Leute, die einen Schlag ins Gesicht bekommen auf dem Kinn, gehen nicht so schnell Knockout. Das ist wirklich wahr. Die späteren Übungen sind dann auf Kopf, als auf Haltstellen, Brückeübungen und so weiter. Jetzt brennt das zum Beispiel schon richtig extrem, aber das ist ein schönes Gefühl und sehr underrated und sehr, sehr wichtige Übung. Macht sie einfach zwischen euren Sätzen. Könnt mir glauben, das ist eine sehr gute Übung für die Stabilisation und so weiter. Wir haben noch hier einen Satz. Okay. Du fängst an. Top. Das ist Butterfly-Gerät. Das ist so. Genau, freihändig angelehnt. Ba-ba-ba-bam. Oh. Dafür braucht man viel Selbstgleichgewicht zu nehmen. Genau, das. Also wenn du es nicht gewohnt bist, wackelt es am Anfang richtig, aber dann hast du Stabilität drin. Hast du ja auch gerade gut gemacht. Ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gerät als die Maschine selber an sich. Oh, ja. Weil hier musst du selber viel arbeiten. Sechs. Oh. 2. Ba-ba-ba-bam. Easy. So, jetzt gucken wir mal, wie viel ich schaffe. Ich habe einmal 15 oder 3 Sätze. Das ist der vierte Satz jetzt, ne? Ja, der vierte. Das ist der vierte Satz. Oh, entspannt. Uff. Das ist jetzt, wie viel Gewicht ist das? 75. Yes. Aber wenn du jetzt Freihändel hättest, wäre auf jeder Seite eine 32,5. Ja. Aber super. Hey, brutal getrainiert, wie eine Maschine, Traktor, Panzer. Das ist ein ganz anderes Gefühl als das Gerät, ehrlich, ganz, ganz, ganz anders. Ja, ganz andere Winkel, Voraussetzungen. Gehen wir an Seil. Boah. Wir gehen jetzt zu Seilen, zu den Seilen. Da machen wir untere Brust. Untere Brust und obere Brust. Das ist auch komplett auf Oldschool angehen. Ja, voll. Alles. Alles gut. Ich konnte mal 2 Klimmzüge. Obwohl, Klimmzüge ist auch nicht so mein Ding. Nee? Nee. Also allgemein mit Körpergewicht redest du nicht so gerne? Dips mache ich gerne, ja. Dips, ja? Voll gerne. Da bin ich auch süchtig danach. Aber Trizeps. Ja, aber Klimmzüge ist so immer, naja, 2, 3, 4 Dinger so und dann komm, ich mache lieber ganz normal auf Geräte. Ja, wir haben schon drüber geredet, ob man als Anfänger ins Gym gehen soll oder zu Hause Training machen soll. Und die Antwort war ganz klar, nicht zu Hause, im Gym, sondern im Gym gehen. Weil zu Hause bist du jeden Tag einmal vor sich hinlegen. Ne? Du hast da dein Laufband, rechts neben dir hast du deinen PC und dann entscheidet man sich für den PC. Also einfach irgendwo anmelden, wo es geht. Einfach ein bisschen anfangen, mal schauen.
Und dann könnt ihr selber, also könnt ihr selber gucken, ob euch die Veränderung was Gutes gebracht hat oder nicht. Das ist jetzt unter der Brust. Oder ist das die obere, ne? Das ist die normale, ja. Das ist so. Die Breite, die obere. Ich habe immer gehört, das nennt man Poserübung. Ja, das holt aber die Brust. Wenn du vorher so Bankdrücken oder so gemacht hast, kannst du damit so die Schichtung nochmal alles rausholen. Ja. Also einfach so. Genau, perfekt. Genau, Brust raus. Am besten durch die Nase atmen. Ah, nee, Spaß, durch den Mund atmen. Ja? Ja, beide Versionen. Ich habe beides Versionen. Das geht voll auf die Schulter und ich habe sowieso... Schulterproblem, wa? Ja, aber das... Die Übung hast du jetzt in den letzten 3 Wochen nicht gemacht. Gar nicht. Auch so? Butterfly gerade? Ja, aber mit Stange. An der Maschine, ja. Maschine. Aber gerade. Ja, hier geht es nicht so auf die Schulter. Genau, richtig. Aber von oben ziehst du ja... Du ziehst ja so die Schulter mit. Ich habe das gemerkt, ja. Ja, wenn nicht, aber fühlt sich gut an, die Übung. Okay, wenn nicht, dass du dir was kaputt machst. Also. Nee, damit glaube ich nicht. Seile ist noch, da kann man merkt man schnell. Yeah. Eher bei rohem Gewicht. Gewicht haben wir jetzt 15. Das ist nicht viel. Rechnet man nach. Die Ausführung ist wichtig. Die Ausführung ist wichtig. Ne? Und dass man unten ein bisschen hält, das macht auch Spaß. Dann brennt das auch alles. Am besten natürlich nicht zu vergessen, nach den schweren Gewichten. Also nachdem man Bankdrücken oder so gemacht hat. Ah, also bevor, genau. Okay, das heißt das Grobe erstmal? Genau, erstmal das Grobe und dann wird gemeißelt. Und dann die Feinarbeiten. Bam! Und das machen wir wie oft? Noch einmal. Gewicht lässt du auch immer gleich? Ja. Das einmal nur nochmal zum Ausgleich. Wenn ich viel Pause mache, dann hat das ein gutes Level. Die Schulter brennt einfach mehr als die Brust gefühlt. Aber das glaube ich, weil ich gestern Schulter-Nacken trainiert habe. Ja, dann kommt das noch. Deswegen merke ich das noch mehr. So. Schön von unten hochziehen. Am besten hier schon zusammen und dann hoch. Dann merkst du das richtig. Hier zusammen. Hoch. Oh. Hier zusammen. Hoch. Hier zusammen. Hoch. Dann ziehst du die ganze untere Brust mit nach oben. Okay, das heißt, dann ist das für... Für diesen Bereich hier? Für unten, ja. Okay. Das ich würde es jetzt gerne zeigen, aber ich will mich nicht ausziehen. Ist Brust, weil deine Brust gut? Ja. Ja? Das ist so mein Brustpunkt. Aber das ist das, was man direkt sieht, ja. Aber ja, Nacken und Schulter ist auch gut bei dir. Ja, ja. Hast du gleiche Gewicht gelassen gerade, ne? Ja, ja, das war gut. Okay. Hauptsache, du schaffst 7 oder 8, oder? Geh weiter unten zusammen. Ja, genau. Und dann versuchst du noch ein bisschen hochzuziehen, wenn du... genau. Super, merkst du? So, alter Baum für der Hut. Monster. Ich glaube, wenn wir einen LKW ziehen, fällt dir leichter, wa? Einfach gib mal seine, yalla, pack. Ein Spielzeug-LKW, ja. Aber ich glaube, die Übung werde ich übernehmen, die ist gut. Besonders bei uns Männern, die untere Brust. Irgendwann mit der Zeit schlappt die wirklich ab, so. Und dann muss man dafür viel tun. Ja. Gerade wenn man vorher ein gewisses Gewicht hatte. Ich war ja 130 und wo ich dann auf 100 gegangen bin, hast du ja wirklich gemerkt, dass es seitlich so leicht runterkommt. Bei uns Männern ist es so ein bisschen bekannter, diese Stelle. Ja. Da musst du echt viel dafür tun, um so diese athletische Brust wieder hinzubekommen, einigermaßen. Ja, das stimmt. Form ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, ne? Untere Brust, die Form ist schwierig. Wenn du nicht gerade genetisch veranlagt bist, ja. Ja, das stimmt. Weil wir können abnehmen und im T-Shirt alles schön und cool und so, aber... Trotzdem ist halt der dynamische Bereich von unten komplett sehr weich, oder? Hm. Naja, bei mir ist eh alles weich. Ich merke das auf jeden Fall jetzt schon. Sieht man meine Stirn, wie ich schwitze? Abgesehen von den 2 dunklen Flecken. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Aiwa! 10. Boah. Warte, jetzt habe ich das Gefühl, dass es bei mir so hart. Die ist tot gerade. Bruder, wir sehen uns nochmal in 3, 4 Monaten, wenn du durchziehst. Das wird so schnell gehen alles, Bruder. 17 Tage ist schon mal gut, aber warte mal, 3 Monate vorher, nachher, du wirst durchziehen. Krass. Ja? Du wirst so eine Veränderung sehen, Bruder. 3, 4 Monate machen so viel aus. Was sagst du? Was sagst du? Soll man eher, wenn man noch gar keinen Sport gemacht hat, mehr Cardio oder mehr Krafttraining? Ich bin großer Fan davon, erstmal, wenn man voll motiviert ist,
erstmal Spaß haben, Bruder. Also überhaupt was machen? Ernährung. Ich sehe ja deine Blogs und so, diese Ernährung und so, ist das super. Ja. Das macht ja erstmal mehr als die halbe Miete, Bruder. Safe. Also wenn du dich jetzt überanstrengst mit Cardio, mit das, mit das, mit das, mit das, du nimmst dich komplett, zu ernst und fährst dich gegen die Wand. Weil dann gibt es keine Zwischenlösung, dann gibt es entweder oder. Und da gehst du zu sehr hart ran an deinen Speck sozusagen. Es gibt ein Sprichwort, wenn du zu schnell in deine Sache reingehst, bist du schneller wieder raus. Genau. Würdest du sagen, das ja? Das meine ich. Hab lieber Spaß, kümmere dich um deine Ernährung, dass deine Ernährung gesund ist, dass du auch trotzdem dieses Hungergefühl immer stillen kannst so, und dabei im Sport immer deinen Spaß hast. Schöne Musik drauf machen, dich gehen lassen, so ein bisschen jeden Tag das erledigen, was du erledigen musst, dass du auch wirklich am Ende der Woche den ganzen Körper einmal durch hast. Ich habe das ich hatte auch das Denken, dass man so zum Fitness geht und Zwang hat, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist es eine Entlastung, fertig zu sein. Ja. Und du hast es irgendwie so, man hat das, ja, nee, das war wie eine Kurz-Wellness-Tour. Genau. Du schwitzt. Hast aber gemerkt, dass dir das gefehlt hat. Ja, übertrieben. Oder ich bin eigentlich, auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin eigentlich ein sehr sportlicher Mensch. Ich habe mein Leben lang mit Sport zu tun. Viele Probleme waren einfach, dass ich viele Verletzungen hatte und immer wieder Sport nachgelassen habe. Und natürlich bei 5 Kindern habe ich das Essen auch von meinen Kindern. Natürlich, das ist die Reste. Bruder, wir schmeißen nicht in Müll, ich esse das auch. Ja, natürlich. Dann kommt das eine zum anderen. Das ist so. Das kannst du auch nicht abstellen. So ein Familienleben, Bruder, bringt dich in diese Situation rein, dass du, obwohl du schon gegessen hast, auch nochmal mit isst. Hier mal da probierst. Richtig. Okay, Kuchen gemacht, die Kleine hat Geburtstag, da kommt große das. Familie, du gehst zu deiner Mutter, du gehst zu deiner Schwester, du gehst da und dann überall. Ja, genau. Das ist schwierig, du weißt wie bei uns Vater, was das ist. Bruder, du bist draußen, kaufst deine Plätze an der Bäckerei. Die will sie am liebsten aus dem Fenster schmeißen, du denkst, sie gib mal her. Wallah, das ist mein, du hast es auf den Punkt getroffen. Bruder, was soll ich dir sagen? Du hast mich auf den Punkt getroffen. Genau so sieht's aus. Das war nur ein Beispiel. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist das Beispiel, was jeden Tag passiert. Ja, im Alltag, weißt du? Ja, krass. Das wir reden aus der gleichen Erfahrung, oder? Genau so sieht's aus. Ich nur eine Tochter. Was heißt nur? Mashallah, das ist die Welt. Das ist die Welt. Ja. Hab ich ja erklärt bei unserem ersten Gespräch. Das war so lustig. Wir reden so und er schwärmt die ganze Zeit von seiner Tochter, Mashallah, so süß und dies und das. Und dann sagt er, hast du Kinder? Er sagt so, ich sag so, ja, ich habe auch Kinder. Ich hab, er sagt, wie viele? Ich sag 5. Er sagt, Bruder, was hast du mit mir gemacht? Ich habe dir meine Welt gezeigt. Ich habe eine Stunde darüber erzählt, wie viel ich zu tun habe mit meiner Tochter. Und er sagt mir, Ich hab dir die Welt gezeigt, du hast mir gerade Universum gezeigt. Ja, ich hab mich erinnert. Natürlich, Bruder. Krass. Natürlich. Aber unser erstes Gespräch war auch echt sympathisch. 20 Minuten oder so direkt geredet? Ja, ja. Ohne Beleidigung, ohne nichts. Ja, ohne nichts. Ich dachte erst, wir rufen uns an und dann treffen wir uns schon für Box-Event. Ja, ein paar Wochen stehen wir hier zusammen und trainieren. Ah, oh, ich bin durch. Ich sag ehrlich, diese Übung definitiv werde ich in meine Brust mit reinnehmen. Ja, die gefällt mir sehr gut. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Pump richtig kommt. Ja. Aber am Anfang. Das zieht alles mit nach oben. Genau. Am Anfang, auch also würde ich jetzt sagen, als Empfehlung für Leute, die anfangen, die können ganz normal diese Geräte probieren, die schon fest sind. Damit die, weil die haben wahrscheinlich. Natürlich. Keine, weißt du, was ich meine? Diese Gym 80-Geräte. Ja. Perfekt. McFit-Geräte. Perfekt. Zack. Wenn du direkt freie Gewichte gehst, bist du einem Risiko manchmal auch. Ja. Safe. Einfach frei die Geräte benutzen, die schon vorgefertigt sind, die Beschreibung ein bisschen durchgehen. Und irgendwann, wenn man mehr drin ist, dann kann man so Seile benutzen, Einzelhantel, ne? Genau. Erstmal auf die festen Dinger und dann später diese Freihantel. Oh, no. Das war's mit Brust. Ich habe einmal flach gemacht. Einmal Butterfly-mäßig, aber mit wie Kurzhantelersatz. Ja. Einmal von oben nach unten auf saubere, breite Brust und einmal von unten nach oben gezogen für die untere Brust. Das ist so ein Brusttag. Den könntest du natürlich jetzt kombinieren mit Trizep oder manchmal mit Bizep, dass sie ein bisschen umgekehrt haben. Am nächsten Tag dann Rücken und dann Trizep, dass sie nicht so die gleiche Wiederholung so. Ja, genau. Aber für mich wäre das jetzt so ein Brusttag. Das hat aber auch reingehauen. Ich sag dir ehrlich, wir haben jetzt eigentlich 4 Brustübungen gemacht. Mhm. Das ist auch ein großer Muskel, also kann man machen. Genau. Und ich würde sagen, ich würde jetzt vielleicht maximal 3 Liegestütze schaffen. Ja, jetzt im Nachhinein ist es schwerer, weil ist ja auch ein bisschen übersäuert. Aber dafür, auf jeden Fall übersäuert. Bei mir ist es kommt, also ich sag dir, ich kann nicht mal richtig anspannen gerade. Schon tot. Oder das Gefühl ist Gold wert. Weißt du warum? In 4, 5, 6 Monate wirst du dir wünschen, wieder das Gefühl zu haben, wenn du trainierst
dass du was merkst. Weil dieses danach so irgendwie so verspannt sein und das Training war hart und wow und hui, das fällt dir dann immer schwerer. Und du vermisst dieses Gefühl, dass am nächsten Tag du stehst morgens auf, es brennt. Hast du jetzt das Gefühl, du hast Muskelversagen schon, also nach dem Training? Nee, ich wünsche mir das Gefühl, was du jetzt gerade hast. Ja, okay. Ich bin schon so ein alter Routinier. Das heißt, du... Der Körper ist auch schon dran gewöhnt. Gewöhnung, und, und manchmal, obwohl ich dasselbe trainiere wie vor ein paar Tagen für die Brust, stehe ich am nächsten Tag auf und habe auf einmal Brustschmerzen, dann freue ich mich. Okay. Also hast du ab und zu noch Muskelkater nach diesen langen Zeiten? Ja, aber dann freue ich mich. Ja, safe. Obwohl ich nichts anders mache als vorher oder so. Manchmal kommt es vor, manchmal nicht. Deswegen sage ich dir, genieße es. Diese Muskelkater-Dinger sind wirklich Fortschritte. Das ist wirklich das Schönste. Also für mich ist es das Schönste, wenn man Muskelkater hat. Ich sagte, ich fühle mich schlapp, aber ich fühle mich richtig gut gerade. Also wirklich, richtig. Gib mir Babas Döner jetzt essen. Boah, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Babas Döner. Die Welt ist schöner. Dein Babas Döner. Babas Döner. Ich will den schon so lange essen und heute komme ich mal endlich dazu. Geschmack, was sagst du? Wir erfinden ja nicht das Rad neu, aber Döner 10 von 10. Wallah, da kam auch richtig random der Spruch. Ich freue mich richtig auf jeden Fall. Ich nehme euch trotzdem mit natürlich und dann sage ich euch, wie das schmeckt. Aber auf ehrlich. Ja, krass. 13347. Wallah, meine geil. Meine E-Mail ist bis heute Abo 13347. Geil. Das ist ja, das geht, du liegt eine Hymne für dich, oder? Natürlich. Also ich sag dir, das ist ja das. Ich habe ja seit 8 Jahren höre ich keine Musik mehr und trotzdem kenne ich noch fast alles von dir auswendig. Bester ich sag Mann. Dir, Palästine, du weißt, als Junge, man hat eine Prägung und dies und natürlich. Das. Das ist ja eine... Geil, wie Alter. Ich sitze mit dem im Auto, gehe jetzt in seinem Dönerladen, ich trainiere mit ihm. Für immer, inshallah. Inshallah. Was trinkst du, Bruder? Cola Zero. Sag mal das Fleisch. Döner. Ach, Lambaji macht ihr auch? Natürlich. Aber sehr gut. Hier, sag, guck mal, feuchte Tücher. Das sind feuchte Tücher? Ja, die schmecken gut. Probier mal. Guck mal, die Servietten, Slatko. Die sind mit Liebe gemacht. Wer hat sie jetzt gemalt hier? So ein Graffiti-Typ. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich hab einen Mann. Das sieht echt gut aus. Das bin ich gespannt. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock auf diesen Döner. Ich kann es nicht glauben. Guck mal, wie der aussieht. Ich hab jetzt... Also mindestens seit 20 Tagen mache ich Dings. Seit 22 Tagen kein Weizenbrot mehr gegessen. Respekt, Bruder. Kein Stück. Ich bin so froh, dass ich das wegklatschen darf. Boah, Bismillah, guten Appetit. Bismillah. Guten Appetit, mein Bruder. Bruder. Also sehr, 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 sehr lecker. Was kostet ein Döner hier? 6. So ein dickes Ding? Mhm. Guck mal, Schafskäse drin. Also wenn ich sagen müsste, guck mal, ich komme aus einer Stadt, bei uns in Kiel, das habe ich schon mal gesagt, die Leute schneiden das Fleisch ab und dann legen die das Fleisch in eine Box, wo es warm drin bleibt. Und das liegt da zwischen 1 Stunde und 3 Stunden. Bis jemand kommt, die rühren das dann um und packen es dir in den Döner. Das ist frisch geschnitten? Ja. Also ich feiere dieses Brot auch allgemein, dieses Fladenbrot. Nicht diese selbstgemachten, also diese Dings da. Das ist originales Fladenbrot. Das ist für mich Dönerbrot. Das andere feiere ich nicht so. Also 9,5 von 10 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wir waren jetzt meiner Meinung nach einer der leckersten Döner, die ich je gegessen habe. Boah. Gesundheit, Mann. War wirklich lecker. Also ich muss immer wieder sagen, wow. Das Einzige, was daran kommt, ist in Köln, was ich gegessen habe bei Doi Doi, das Dönerfleisch. Aber in dieser Kombination mit dem Salat, die Zitrone, die da drauf und den Schafskäse, das war einfach ein überkrasser Döner. Also Mashallah, ich muss sagen, sehr, sehr, sehr lecker. Was ich am meisten am Verkehr in Berlin gehasst habe, ja, ohne die Menschen natürlich, aber die Fahrradfahrer, die machen nicht fertig. Wander. Ich schwöre dir, hier sind schon teilweise Fahrradwege gebaut worden, die breiter sind als die normale Straße. Ich weiß, ich habe das ja gemerkt. Wenn ich mich da, ganz, ganz schlimm. Man muss echt aufpassen, weil dieses Selbstverständliche bei den Fahrradfahrern, dass die selbst bei Ampelphasen, wo sie Vorfahrt haben, dieses Selbstverständliche, dass sie aber trotzdem fahren und nicht rechts oder links gucken. Weißt du wieso? Und ich guck, sogar wenn ich Vorfahrt habe, gucke ich trotzdem rechts oder links. Aber oder bei mir ist Blech, aber bei denen ist ja Feuer. Soll ich dir sagen, warum die das machen? Ja. Guck mal, die Leute, ich habe das Gefühl manchmal, die Leute sind
denen wird so viel Recht weggenommen, die wollen sich irgendwo ihr Recht holen. Und wenn es nur im Straßenverkehr ist. Deswegen bestehen die immer so auf ihr Recht. Die beharren so da drauf. Und ich habe gemerkt, bei manchen Fahrradfahrern ist es so, die denken sich, ich habe einen Helm an, ich fahre 200 über die Ampel, ist es bei mir grün, ich muss nicht links oder rechts gucken. Aber wenn die einmal über die Motorhaube fliegen, dann ist es vorbei. Das ist das Schlimmste, ist ja was passieren Spaß. Kann. Deswegen, selbst ich, wenn ich ganz normal Vorfahrt habe, gucke ich trotzdem aus Instinkt genau richtig. Immer links, rechts, bremst vielleicht genau ein bisschen richtig. Ab. Aber bei denen, ich merke das immer wieder, wie die einfach nur ihre Linie fahren und einfach... Viele leider, ja. Einfach ihre Linie fahren und die bestehen darauf so. Das natürlich ist ja auch ihr Recht. Ist ihr Recht. Aber wegen ihrer Gesundheit... Für sie selber, nicht für uns. Ja, genau. Im schlimmsten, ja, nee, wie blöd ist das, im schlimmsten Fall ist deine Motorhaube verdellt und Vollkasko zahlt. Ja, genau. Aber wer bezahlt ihn sein... Ja, nee, Leben. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau. Was bringt am Ende dieser Helm, Wallah, wenn du 5 Meter über die Motorhaube fliegst? Voll. Das habe ich hier am Berlin-Verkehr gehasst. Dieser Fehler, den du verursachst als Autofahrer, kommt dir auch, also kommt dir, ist ja auch teuer für dich. Also nicht geldmäßig, sondern du bekommst eine psychische Macke, dein du kommst Kopf in den Knast. Fertig, ja, alles. Du bist am Ende, du hast ein Menschenleben auf dem Gewissen. Richtig. So. Ich will damit gar nicht, also inshallah passiert uns das niemals. Guck mal, zum Beispiel jetzt so eine Kleinigkeit. Ich fahre hier hinten drauf, baff. Aber genauso könnte ich einen Fahrradfahrer mitnehmen. Auch derselbe Fehler, bloß halt mit einem Leben. Hier ist es einfach nur Blech. Guck mal, mit 1 km/h, baff, ist nur Blech. Fertig. Aber 1 km/h so und der fliegt hier drüber so, ist fertig. Fahrrad ist schon nicht ungefährlich, gerade in Großstädten, muss ich echt sagen. Deswegen müssen die auch selber, ich bin ja auch selber mal ein halbes Jahr lang nur Fahrrad gefahren. Zwar mit einem E-Bike, ich habe mich gut gefühlt, aber ich habe das so geliebt und ich habe gemerkt, wie man ein Hass gegen Autofahrer entwickelt. Ja. Als Fahrradfahrer. Aber andersrum ist es auch so. Ja. Man muss beide Seiten verstehen. Und wenn man Autofahrer und Fahrradfahrer ist, dann denke ich, hat man das bessere Gefühl für beide Sachen. Cool. Ja. Weißt du, was ich meine? So, wir sind jetzt aufgestiegen, gefährlich geworden. Wir sind jetzt Teil einer polizeilichen Kontrolle. Hier sind ein paar Leute, also hier sind die ganzen Autos. Und der Massiv zeigt jetzt natürlich, dass sein Laden selbstverständlich sauber ist. Wie viele Autos seid ihr? Ja, 10. Boah, das ist schon... Das geht ja bis ganz dahin. Wie war Tag, Bruder? Wunderschön. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt, Bruder. Ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt. War mir eine Ehre, dich endlich mal live gesehen zu haben. Wallah, sag mal ehrlich, haben wir dich so, als ob wir uns schon länger kennen? Ja, das ist aber auch das Schöne, wenn man gute Menschen trifft und sich direkt verstehen kann, ohne sich irgendwas vorzuspielen oder so. Man hat einfach eine perfekte Chemie zusammen. 100%. Wir waren nicht nur für diesen Videodreh. Wir haben uns 15.30 Uhr getroffen, das ist jetzt 11:30. Halb zwölf, ja. Oder ab 12. Wir haben gesessen, geredet, gechillt, wir haben gegessen. Haben alles gemacht. Wir haben uns unterhalten, Tipps gegeben, Steuerdinge auch durchgegangen. Auch durchgegangen, wichtig. Man kann Laptops absetzen. Habe ich noch nie gemacht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf, Fahrrad bitte. Ja, und haben wir noch vorhin drüber geredet über Fahrradfahrer. Ja, hier ist brutal. Wir haben nächster Step wird auf jeden Fall, dass du zu uns kommst. Ich komme Buxtehude. Und du zeigst mir mal, wo man einen guten Salat essen kann. Bis dorthin habe ich noch 10 Kilo abgenommen. Boah, also Salat gibt es auf jeden Fall ein paar heftige. Ey. Okay, super. Aber alles andere nicht. Ja, auf jeden Fall, ich danke dir. Ich danke dir, danke für deine Zeit. Wir wiederholen das, mein Bruder, und komm gut nach Hause. Ja? Auf jeden Fall, gleichfalls. Bis dann. Ciao, Statko. So, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Es hat mega Spaß gemacht heute, der Tag allgemein. Ich hoffe, das hat euch gefallen heute. Das war ein etwas anderer Vlog. Das war Vlog, aber auf Trainingstag angelehnt. Und wenn ihr öfters sowas sehen wollt und sagt, ey, das gefällt mir, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Schreibt einfach mal rein, mit wem ich das nächste Mal vielleicht eine Sportsession schieben sollte. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock darauf, wie gesagt, weil mich gerade das Thema Sport komplett betrifft. Ich bin wieder full drinne und fühle mich gerade auch richtig wohl. Ich habe jetzt in 19 Tagen 7 Kilo abgenommen. Ich glaube, die 7 Kilo habe ich heute wieder zugenommen. Ich habe heute alles gegessen, aber einen Tag musste man mal gönnen. Und ich werde weiter durchziehen. Vielen Dank für euren Support die letzten Wochen, Monate. Und guten Tag. Digga, was für guten Tag. Lass das so drin, Digga. Scheiß drauf, schneid das einfach irgendwo weg, bevor ich sie... Und was für guten Tag.